Saßt du schon mal in einem Raum mit deiner Dame und hast nicht bemerkt, dass sie dich anziehend findet? Bist dann nach Hause gegangen und hast dir gedacht, verdammt, warum bin ich nur so ein Idiot? Wieso habe ich das nicht bemerkt? Nicht nur dir geht es so, keine Sorge. Es geht sehr viele Männer so, weil die meisten von ihnen sozial komplett blind sind. Aber das ist kein Problem. Deswegen bin ich hier, um dir zu erklären, was Signale dafür sein könnten, dass sie auf dich steht und dass sie dich toll findet. Herzlich willkommen, Gentlemen, zu dem besten Kanal für jeden Mann von Wert. In dem Sinne, let's go, vorwärts. Weißt du, es ist natürlich nicht einfach, diese Signale zu erkennen, wenn du tief im Inneren glaubst, dass dich sowieso niemand mag. Das heißt also, oftmals, wenn du in einem Raum sitzt mit einer anderen Dame und das Gefühl tief in dir drin hast, dass dich sowieso niemand mögen könnte, wird es sehr schwer sein zu bemerken, oh, warte mal, dieses Zeichen könnte dafür stehen, dass sie wirklich Interesse an mir hat. Ah nein, das tut sie doch sowieso nicht. Mich mag doch sowieso niemand. Ah, ich bin doch eh nicht gut genug. Ah, ich bin dieses, ich bin jenes. Das heißt also, daran sollst du vor allem arbeiten. Aber unabhängig davon, was sind Signale dafür, dass sie dich interessant finden könnte? Der erste Punkt dafür ist vor allem, wenn sie aufrichtig zuhört. Das heißt also, wenn du bemerkst, dass sie wirklich aufrichtig zuhört und genau hinschaut und sich Dinge merkt und sie wiederholt in diesem Gespräch, in dem ihr seid, dann wirst du merken, okay, sie merkt sich Sachen, um einfach nicht dumm rüberzukommen. Das heißt, ihr ist wichtig, wie sie mir gegenüber rüberkommt und zu bemerken, ah, das ist ihm wichtig, das ist interessant, das. Sie hat dich vorab qualifiziert als Mann, den sie interessant findet. Das heißt also, wenn du das bemerken solltest, nicht gleich wegrennen und glauben, dass du nicht gut genug bist. Sie hört dir zu. Ein gutes Zeichen. Der zweite Punkt ist, Augenkontakt. Es gibt keinen Weg, über den man so schnell Verbindung aufbauen kann, wie über Augenkontakt. Das heißt, wenn ihr miteinander sitzt und sie dir aufrecht zuhört und dir genau in die Augen schaut und du ihr länger in die Augen schaust, wirst du merken, dass sich eine intensivere Verbindung aufbauen lässt, weil man, wie soll ich sagen, auf eine unterschwellige Art und Weise kommuniziert, dass beide wissen, was hier gerade abgeht und einfach tiefer gehen. Okay, das heißt also, wenn ihr euch gegenseitig in die Augen schaut und du auch bereit bist, in die Augen zu schauen und Verbindung aufzubauen, zeigt das, hey, ich habe nichts zu verstecken, du kannst mir vertrauen. Und auf ihrer Seite zeigt es, hey, weißt du was, ich vertraue dir, ich bin interessiert an dir, ich bin bereit, dir weiter in die Augen zu schauen, nicht wegzugucken und mit dir Verbindung aufzubauen, Kontakt aufzubauen. Sie ist interessiert. Der dritte Punkt ist, sie nähert sich. Weißt du, als Frau hast du nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie auf einen Mann zuzugehen und zu sagen, hey, hör zu, ich finde dich toll, ich möchte mit dir zusammen sein oder sonstiges, ich möchte mit dir Kontakt aufbauen, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ganz egal was es ist, ja. Für eine Frau ist es natürlich schwerer. Das heißt also, sie wird sehr indirekte Dinge nutzen, um zu zeigen, dass sie Interesse an dir hat. Wenn du beispielsweise in einer Bar sitzt, wird sie sich in die Nähe von dir setzen und das ist alleine schon ein Signal. Das bedeutet also, sie will, dass du sie ansprichst oder auf sie zugehst oder Kontakt aufbaust. Und für die meisten Männer da draußen ist das nicht auf ihrem Radar. Sie sehen es einfach nicht. Sie denken sich, wow, das Leben ist cool. Wow, ein Vogel. Okay, so sind natürlich nicht alle Männer, aber humorvoll nehmen das Ganze natürlich. Die meisten sind vollkommen unschuldig und naiv, okay? Und denken sich, ja, der Tag ist voll cool. Ich mag das Leben und es ist echt super. Und denken sich die ganze Zeit irgendwelche Gedanken über sich selbst. Aber warum bin ich nicht gut genug? Warum kann ich das nicht? Oder denken über Social Media nach oder irgendwelche anderen Sachen, ihre Freunde oder sonstiges. Oder denken sogar über sie nach und denken sich, boah, die ist voll hübsch. Boah, wäre voll cool, mit der zu sprechen. Die ist voll nett bestimmt. Boah. Aber begreif nicht, dass sie gerade ein Signal gegeben hat. Hey, bitte komm rüber und sprich mit mir. Und dann kommt es eben dazu, dass sie irgendwann geht und sich denkt, ah, und frustriert ist. Genauso ist es, wenn ihr miteinander unterwegs seid. Wenn sie sich regelmäßig nähert, näher kommt, ihr aufs Handy gemeinsam guckt oder sonstiges, ja. Wenn sie einfach deine Nähe sucht, dann weißt du, okay, sie hat Interesse an dir. Der vierte Punkt ist, wenn sie dich auch regelmäßig berührt. Es ist ein klares Signal. Es gibt weiterhin keinen schnelleren Weg, außer die Augen eine Verbindung mit einem anderen Menschen aufzubauen, als Berührung. Wenn sie dich regelmäßig berührt oder du berührst sie und sie berührt dich zurück, weißt du, aha, alles klar, es ist Interesse. Das heißt also, Berührung ist ein gutes Mittel, um abzuwägen, wie weit bin ich hier in dieser Interaktion. Das bedeutet also, wenn du ihr an die Schulter fasst und sie nicht die Pistole rauszieht und ihr an den Kopf hält, weißt du, alles klar, sie ist cool damit. Kein Problem, wir sind so weit in unserer Interaktion. Wenn du dann weiter runterfasst und es immer noch angenehm ist, okay, wir sind so cool, ja. Wenn sie es wegzieht und dir einen Handkantenschlag gibt in den Hals, weißt du, dass ihr das nicht gefällt. Dann gehst du zurück, dann lässt du das Ganze bitte. Heißt also, durch Berührung weißt du ebenfalls, aha, wie weit bin ich in der Interaktion und ist es alles in Ordnung, was ich tue oder nicht. Und wenn nicht, dann riskiere nicht den Handkantenschlag. Lass es einfach. Der nächste Punkt ist, entweder sie gibt dir Komplimente oder sie ärgert dich. Komplimente sind selbstverständlich. Aber viele glauben, wenn sie dich ärgert, dann ist das ein großes Problem. Das heißt also, sie glauben, oh nein, sie hat was über mich gesagt, deswegen muss sie mich ja schlecht finden. Die meisten Männer sind logisch. Was sie dabei nicht verstehen, ist, dass es ein soziales Spiel ist. Das bedeutet also, sie hat dich eingeladen,
zu spielen. Sie hat dich darauf eingeladen, zurückzuärgern. Wie sagt man so schön, was sich liebt, das neckt sich. Sie hat dich dazu eingeladen, mit ihr zu flirten. Das heißt beispielsweise, wenn die so etwas sagt wie, auf so Typen wie dich stehe ich einfach nicht. Sagst du beispielsweise nicht, sondern sagst, warum Typen? Nimmst du die gleich im Fünferpack oder was? Ja, beispielsweise. Heißt also, du bist spontan, schlagfertig und lustig. Du verstehst, okay, sie hat mich eingeladen, sie auch zu ärgern. Sieh es nicht als Angriff, sieh es als Einladung. Und wenn du das tust, dann wirst du merken, dass es dir sehr viel einfacher fällt, wirklich dieses Spiel zu spielen und charmant zu sein. Wenn du also herausfinden willst, wie du das Ganze umsetzen kannst, wie du als Mann weißt, was du im Leben haben willst, in die Umsetzung gehst, ein Mann von Wert bist und Menschen in dein Leben ziehst, die wirklich dir und deine Werte entsprechen, dann bewirb dich unbedingt für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen geben sollte, mein Bester. Runter in die Kommentare damit und dann sehen wir uns bei den nächsten verdammt geilen Videos. Nur das Beste von ganzem Herzen. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Action.